Okay, dann freue ich mich, dass auch heute mal wieder so viele Leute Interesse haben am Datenschutz. Wir haben es unser Session heute genannt, Meldungen aus dem Datennebel, Realität versus Hysterie. Das heißt, wir wollen mit euch jetzt nicht durchgehen, was ist genau alles zu beachten. Die, die mich kennen, haben das schon x-mal gehört, denen kommt es wahrscheinlich an den Ohren raus. Sondern wir wollen einfach mal gucken, was ist in den letzten Wochen, was sind von Säue durchs Dorf getrieben worden und was ist da vielleicht dran und was ist eher zum Abhaken. Das heißt, ihr kennt alle die Grundsätze der Datenverarbeitung und so weiter, interessiert uns heute nicht, da werden wir nichts zu sagen. Ihr kennt die Frage, was gibt es an Erlaubnistatbeständen, wann darf ich Datenverarbeitung, ihr kennt das ja, ne? Datenverarbeitung ist verboten, Punkt. Es sei denn, sie ist erlaubt. Und dann gibt es spezielle Gründe. Da gehen wir gleich drauf ein bei den einzelnen Themen. Ist also auch nicht unser generelles Thema, sondern wir wollen wirklich jetzt Tatsache oder Hysterie einfach mal so Einzelfälle uns angucken. So Zuerst ist mal ein es. paar aus dem reellen Leben. Ja, ihr habt es vielleicht diese Woche auch mitbekommen. Die große Hysterie bezüglich, oder die kam aus Österreich, dass jetzt irgendwie Klingelschilder abgeschraubt werden müssten. Dummerweise haben sich da auch unsere verschiedenen Landesdatenschutzbeauftragten in Deutschland auch etwas kontrovers geäußert. Der eine meinte, Thüringen meinte, ja, die Österreicher hätten recht, und das Gros der anderen Aufsichtsbehörden ist da anderer Meinung. Aber veröffentlicht wurde natürlich wieder nur die Ansicht des Thüringer Landesdatenschutzbeauftragten, der tatsächlich gesagt hat, ja, es ist ein Verstoß gegen Datenschutz, wenn draußen die Namen an den Klingel hängen. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist natürlich, ich meine, die erste Frage, die sich ein Jurist stellt, ist, warum muss ich arbeiten? Und das muss man auch bei Gesetzen fragen, bin ich überhaupt anwendbar als Gesetz? Ihr kennt das alle, wann ist die Datenschutzgrundverordnung anwendbar? Wenn erstens eine automatisierte Datenverarbeitung vorliegt, sind die Klingelschilder automatisiert? Nee, ne? Das ist eher, also sowas von analog wie nur was. Oder aber analog ist es anwendbar, wenn es in einem Dateisystem abgelegt ist. Wobei die Frage sich auch stellt, haben wir hier eine strukturierte Datensammlung vorliegen beim Klingelschild? Und was meint ihr? Haben wir? Wer meint, es wäre eine strukturierte Datensammlung? Gegenprobe? Ja, also es liegt nämlich eben keine strukturierte Datensammlung vor, wobei, naja, das Ordnungskriterium vielleicht der Etagen, aber das ist auch eben nicht immer gegeben. Und also ganz klar, das ist einfach Mumpitz, aber klar, die Schlagzeile machte sich natürlich in dieser Zeitung mit den vier großen Buchstaben natürlich besonders gut, dass jetzt in Wien 220.000 Klingelschilder abgeschraubt werden müssten. Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, in Österreich hat es eine andere Tradition. In Wien sind viele Häuser einfach, in Wien sind viele Häuser sowieso so beschriftet, dass da nur draufsteht, Etage sowieso, Apartment sowieso. Aber das ist halt anders, als es hier üblich ist. Man kann natürlich die strukturierte Datensammlung unter Umständen bejahen, zum Beispiel dann, wenn man Riesenhochhäuser hat, wo die auch schön nach Etagen sortiert sind, die Richtig. Klingelschilder. Aber selbst dann, was hätte ich dann? Ja, dann. Ich meine, jeder Mieter hat ein berechtigtes Interesse daran, dass dass bei ihm nur geklingelt wird, wenn die Leute zu ihm wollen. Und nicht einer mal überall klingelt, weil er nicht weiß, welche Nummer jetzt die richtige ist zu dem Namen, der nicht dran steht. Also dann geht es darüber, dann muss er halt widersprechen. So oder so, die Klingelschilder dürfen natürlich dran. Richtig, und wenn jetzt ein Mieter unbedingt darauf besteht, dass da sein Name nicht mehr da steht, na mein Gott, dann wird es halt das eine abgeschraubt. Dann ist auch ein Haken dran. Aber das sind so typische Fälle, ne? Die Riesenhysterie wird erzeugt. Haus und Grund hat dann auch seinen ganzen Mitgliedern empfohlen, man solle doch bitte die Namensschilder abmachen. Gut, in Ja. dem Mitgliedsbeitrag dieses Vereins sind, glaube ich, auch ist die Rechtsberatung mit drin eigentlich, ne? Ja, so eine Basisrechtsberatung. Auf jeden Fall haben die immer Ja. Juristen. Gut, man sollte auch Juristen nehmen, die sich auskennen. Ja. Die kennen sich bestimmt im Mietrecht fantastisch aus. Aber ob sie sich im Datenschutz so gut auskennen. Okay. Anderes Beispiel, was wir haben. Die Visitenkarte. Bernhard, darfst du mir deine Visitenkarte geben? Okay, gut, das war jetzt die falsche Antwort. Walter, du hast eine. Darfst du mir geben? Was? Was darf ich denn mit der Visitenkarte dann machen? Ja. Ja, ist unproblematisch, weil Datenverarbeitung im Kopf ist keine Datenverarbeitung, ja. Was darf ich noch mit der Visitenkarte machen? Darf ich sie auch bei mir in meinen Adresskalender reinschreiben? Muss ich dich darüber dann nochmal informieren, weil das ist ja Datenverarbeitung dann. Ja, ich gebe dir ja die Karte
Ja, du gibst mir die Karte und ich gebe dir dann meine Datenschutzerklärung, oder? Hey, jetzt lacht ihr, ne? Das ist alles mal diskutiert worden. Nee, natürlich nicht. Ne? Das Ganze hat ja nur den Zweck. Und wenn ich die entgegennehme, ist auch klar, dass ich die verarbeite. Ja. Und wer das nicht will, bitte sehr, der soll sie mir nicht geben. Ja. Aber wenn ich die Visitenkarte nur im Schuhkarton aufbewahre. So. Ich bin nicht auf den Boxen. Bist du nicht drauf? Also das Ding ist an. Ah. Okay, dann lasse ich es einfach mal draußen liegen. Vielleicht geht es dann besser. Gut. Okay. Also die Visitenkarte, wenn ich die jetzt nicht ins Adressbuch eintrage, sondern Schuhkarton lege, was haben wir dann? Nee, dann haben wir nämlich gar nichts. Das ist nicht strukturiert. Das ist kein Dateisystem. Also die Visitenkarten bei mir werden eh nicht DSGVO-konform aufbewahrt, aber wer es halt in so ein ABIS-Z-Register reintut, würde es sogar drunter fallen, aber wie gesagt, auch kein Problem. Ein Beispiel haben wir noch aus der reellen Welt, bevor wir auf die... Ja, natürlich. Also du kannst die Frage war jetzt, wie sieht das aus, wenn man die zum Beispiel auf Xing abfotografiert und da direkt einsortiert. Wenn ich dir eine Visitenkarte gebe, will ich, dass du Kontakt mit mir aufnimmst. Das geht aber nur, wenn ich auch dir ermögliche, die üblichen Kommunikationsmittel und auch die üblichen Organisationsmittel zu benutzen. Und dazu kann natürlich auch ein Online-Tool gehören, klar. Das Problem wäre schon eher, wenn du dann ein nicht in Europa gehostetes Online-Tool nimmst, aber gut, auch da gibt es ja dann die Möglichkeit mit Privacy Shield. Newsletter ist ja zweiseitig. Da habe ich einmal die DSGVO. Die Einwilligung, die ich da brauche, die ist einfach dadurch, dass ich eine Visitenkarte gebe, noch nicht erteilt. Damit darfst du mich mehr Kontakt aufnehmen, aber du darfst mich nicht spammen. Das andere ist die Seite wettbewerbsrechtlich, UWG. Da brauche ich eh eine vernünftige Einwilligung. Das heißt, du darfst dem von mir aus eine Einladung schicken für deinen Newsletter. Wenn du Interesse hast, melde dich hier an. Aber dann bitte soll er sich anmelden. Oder er soll sich direkt auf eine Liste eintragen, die du dann da hast und dir da abhaken, dass er den haben will. Aber das ist eben auch nicht neu, sondern war ja auch schon vor dem 25.05. Usus. Double Opt-in. Ja gut, aber wie gesagt, das von dir beschriebene Verhalten, dass manche Leute einfach einen so in den Newsletter eintragen, war schon vor dem 25.05. nicht ganz korrekt, ja? Ja, also es... Ja. Also, Marc meinte gerade, erlaubt ist natürlich, wenn ich eine Box stehen habe, wollen Sie unsere Newsletter beziehen, dann werfen Sie Ihre Visitenkarte hier rein. Das Problem, was ich dabei habe, ist natürlich, ja, es geht so. Es gibt nur zwei Probleme. Erstes Problem, es muss nachweisbar sein, dass ich daran eingewilligt habe. Das heißt, ich muss nachher auch dafür Sorge tragen, dass ich diese Visitenkarten dann dauerhaft aufbewahre mit dem Vermerk, wann ich sie wo bekommen habe. Ne, da ist es vielleicht einfacher, das über eine Liste zu machen. Muss man gucken. Und das andere ist, wenn ich böswillig da einfach die Visitenkarten entsorge, die ich auf anderen Ständen in die Hand gedrückt bekommen habe. Also man kann es machen, aber es hat ein gewisses Restrisiko. Von daher, auch da würde ich dann höchstens mal einen Anmelde-Newsletter senden. Okay. Sollen die sich einfach eintragen mit den Daten, die du brauchst? Also du brauchst ja da eigentlich nur die E-Mail-Adresse für und von mir aus noch den Namen. Der Name eigentlich ist er ja nicht erforderlich, aber da kann man doch mit berechtigtem Interesse argumentieren, einfach weil du damit den Newsletter ja personalisieren kannst.
sollen sie dir entsprechend eintragen und dahinter unterschreiben und fertig. Und wenn ich dann noch am besten einen Begrüßungsnewsletter rausschicke, wo ich dann nochmal den Hinweis habe auf meine Datenschutzerklärung, dann bin ich safe. Ja, ich melde mich für den Newsletter sowieso an. Also, ich meine, die sollen ja schon wissen, was sie unterschreiben. Sonst meinst du nachher, sie kriegen eine Waschmaschine. Und die kannst, so viel kannst du nicht liefern. Also, deshalb, ich würde schon drauf schauen, worum es geht. Aber da reicht einfach oben Anmeldung zum Newsletter oder was auch immer du dann schreibst. Und dann sollen sie es ausfüllen. No? Ein Beispiel haben wir noch aus der reellen Welt, bevor wir in die virtuelle gehen. Wer weiß, was es mit dem Bild auf sich hat? Okay. Ihr kennt, stellt euch den üblichen Friseurladen vor. Da ist ja nicht nur der Inhaber oder die Inhaberin alleine, sondern die hat Mitarbeiter. Gerade ein Friseurladen ist jetzt ein dankbares Beispiel für uns, weil, was ist mit diesen Mitarbeitern? Zwei Sachen. Erstens, es sind sehr viele geringfügig Beschäftigte da oder Teilzeitkräfte. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die, ich sag mal, 10, 15 Mitarbeiter hat, ist ja nicht so gering. Und was machen diese Mitarbeiter alle außer Haare schneiden? Die gehen typischerweise alle ans Telefon, wenn es klingelt, weil ne, da geht halt der dran, der gerade keinen Kunden hat. Und was machen die dann am Telefon? Ah, guten Tag, Frau Müller, wann wollen Sie denn kommen? Morgen um 12. Ja, wunderbar, das passt, da haben wir noch frei. Ich trage Sie gerade in den Kalender ein. Das sind 10 Mitarbeiterinnen. Und dann? Tja, der Datenschutzbeauftragte, der dürfte meistens fehlen. Ganz davon abgesehen, dass auch viele Friseursalons auch noch Videokameras hängen haben. Mittlerweile. Das wäre auch noch so eine Sache, ja. Mhm. Also, ihr merkt schon, es gibt tatsächlich auch Auswüchse hier. Es gibt ja Metzgereien mit einem Schild, wenn Sie nicht wollen, dass wir Sie namentlich nennen, kommen Sie bitte rein und rufen Sie laut verständlich, nein, ich bin dagegen. Aber gut, ja. Trotzdem, der Friseur ist noch der hat noch weitere Knackpunkte. Das betrifft uns Männer jetzt meistens weniger. Wir gehen ja einfach nur in Friseur und wollen die Haare geschnitten haben. Die Damen lassen sich ja auch häufiger die Haare färben als Männer. Und da werden ja auch mitunter auch Listen geführt, welches Haarfärbemittel etc., weil es zu allergischen Reaktionen bestimmte Mittel führen. Was haben wir da für ein Problem? Mhm. Richtig, Gesundheitsdaten. Und das sind besondere Kategorien personenbezogener Daten. Die müssen auch besonders geschützt werden. Und wenn ich mit solchen berufsmäßig umgehe, also jetzt nicht nur, dass ich die Daten zum Beispiel von Mitarbeitern habe, die für die Lohnbuchhaltung, das ist noch unproblematisch. Aber wenn ich so besondere Daten habe, dann muss ich damit natürlich auch eine Risikoabwägung treffen. Und auch das ist ein Grund für einen Datenschutzbeauftragten, unter anderem. Genau. Ja. Ja, wobei auch da muss man sagen, Hysterie bei Ärzten, sie vergessen einfach, was sie eigentlich sind. Das sind nämlich Berufsgeheimnisträger. Ja, die haben es sowieso etwas einfacher. Und ich sag mal so, wenn diese Berufsgruppen sagen, sie haben Probleme mit dem Datenschutz, dann haben die ein viel größeres Problem. Ja. Hm? Naja, es ist tatsächlich so. Also die was da auch teilweise für Hysterie jetzt zurzeit bei Ärzten ist, noch viel schöner ist das bei Tierärzten, dass man auch eine Einwilligung unterschreiben muss, dass man den Namen des Hundes irgendwo in der Kartei erfasst. Ja, warum ist das jetzt so lustig? Ja, der Hund ist keine natürliche Person, da greift die Datenschutzgrundverordnung nicht. Das ist genauso wie bei Bestattern. Ein Toter ist auch keine natürliche Person mehr. Mit dem Tod hört der Datenschutz auf. Gut, aber der Friseursalon, den haben wir uns ja auch rausgepickt, weil es ja auch da jetzt, was war es, Landgericht Frankfurt, gab es einen schönen Fall. Eine Dame ist in den Friseursalon gegangen, hat sich Hair Extensions machen lassen. Und da wurde sie gefilmt dabei. Und dann sind diese Bilder auf der Facebook-Seite des Friseurs gelandet. So, jetzt stand wohl Aussage gegen Aussage, aber im Endeffekt hat der Friseursalon verloren. Weil? Könnt ihr euch vorstellen, warum? Ja, zumindest ist keine dokumentierte Einwilligung, keine nachweisbare Einwilligung. Da
Das war das Problem. Also die konnten einfach, und das ist halt wieder das Juristische, ich meine, mitunter auch, klar, ich kann durch mein Handeln, dass ich mich nicht wehre, dass ich gefilmt werde, kann ich natürlich davon ausgehen, dass eine Einwilligung vorliegt. Aber in diesem Fall war es quasi ganz klar nicht nachweisbar. Nein, ist das Gleiche? Die hatten extra gefilmt, weil sie irgendwie für Werbezwecke da ein bisschen was machen wollten. Und sie konnten eben nicht nachweisen, dass die Kundin darüber aufgeklärt wurde, dass dort zu Werbezwecken gefilmt wurde, und hatten auch hinterher nicht den Nachweis, dass sie da drin auch explizit eingewilligt hatte. Das ist das gleiche Problem. Ich bin heute Morgen mit der Kamera rumgegangen. 5 oder 6 Mann wollten besonders lustig sein, haben mich gefragt, ob sie denn auch, ob ich denn die Einwilligungen dafür eingeholt hätte. Ich habe dann immer flapsig geantwortet, wer bei mir in die Kamera grinst, willigt ein. Es stimmt ja auch, aber stimmt nur teilweise. Ne? Wenn ich dich fotografiere und du lächelst mich dabei an, dann willigst du ein, dass ich dich fotografiere. Gut, ob ich diese Einwilligung überhaupt brauche oder ob ich dich auch so hätte fotografieren können, sei jetzt mal abgesehen davon. Aber willigst du damit auch direkt automatisch mit ein, dass ich dich veröffentliche? Also dieses Foto? Eigentlich nicht, ne? Bei Videos habe ich es eigentlich einfacher. Da kann ich im laufenden Video zur Not den jeweiligen fragen, ach hör mal, du weißt ja, ne, das, was ich gerade bei dir jetzt hier mache, das wird nachher auch bei YouTube eingestellt oder bei Facebook. Bist du damit einverstanden, ne? Ja. Dann ist das Thema auch durch. Auch dann ist es dokumentiert. Aber irgendwie muss ich es halt dokumentieren dann. Gerade wenn ich es online stelle. Genau, das ist natürlich das andere Problem. Hier war es jetzt offen. Jeder wusste auch, warum ich fotografiere, und weiß auch, dass diese Bilder teilweise nachher online gestellt werden. Beim Friseur gehe ich nicht davon aus, dass ich da in Videosession lande. Ja, nee, vor allem, weil eben da auch irgendwie nur mit dem Handy wohl gefilmt wurde, gehe ich ja auch nicht direkt von aus, wenn ich jetzt beim Friseur sitze, dass ich mich am nächsten Tag irgendwo auf der Facebook-Seite wiederfinde. Also, wie gesagt, das Grundproblem war eben, der Friseursalon konnte vor Gericht nicht den Nachweis erbringen, dass eine Einwilligung vorlag. Okay, kommen wir zu den Webseiten. Ja. Wie oft habt ihr die in letzter Zeit gesehen? Ne? Also nach dem 29. Mai waren es 25. Mai waren es sehr viele. Es gibt sogar eine Anwaltskammer, die ihre Seite abgeschaltet hat. Nein. Doch, hier aus dem Rheinland. Wahnsinn. Es war nicht die Kölner. Sie ist inzwischen wieder online, so ist es nicht, okay. Aber 1 oder 2 Wochen war sie weg. Einfach weil sie Panik hatten wegen ihrer Webseite. Ja, fangen wir doch an. Ich würde sogar sagen, sobald, so auch wenn die, also die Frage war, ob Datenschutzerklärungen im Impressum da sein müssen, wenn Under Construction ist und also dieses Bildchen und eben das Logo der Firma erkennbar ist. Man kann sogar noch weitergehen. Gestern hatte ich die Frage von Detlef, der dahinter sitzt, der mich fragte, was ist denn, wenn ich nur eine Login-Seite habe? Und weil es nur intern zugänglich sein soll. Aber auf die Login-Seite kann natürlich jeder kommen. Also das Impressum ist relativ leicht. Wenn es schon werblich ist für die Firma, muss ein Impressum drauf. Und Datenschutz ist eigentlich auch leicht, ne? Ja, ja. Weil in dem Augenblick, wo selbst diese blöde Under-Construction-Page aufgerufen wird, wird ein Logfile auf meinem Webserver geschrieben und damit werden personenbezogene Daten erfasst. Mein Webbrowser liefert die IP-Adresse dahin, die wird verarbeitet, weil wenn sie nicht verarbeitet würde, wird mir nicht zurückgeschickt. Und damit habe ich eine Datenverarbeitung. Und meine IP-Adresse ist zumindest, wenn ich es privat aufrufe, auch ein personenbezogenes Datum. Es sei denn, ich filter so aus, dass da nur von Unternehmen drauf zugegriffen werden kann. Nee. Dann wären es keine personenbezogene Daten. Aber das kann ich ja nun mal nicht. Ja, oder eben tatsächlich der Webhoster auch anbietet, dass er gar keinen Logfile schreibt. Das haben wir jetzt ja auch seit 25.05. bei dem einen oder anderen Webhoster, dass der die Option anbietet, gar nichts mitzuloggen. Und da ist wohl die einhellige Meinung unter den Datenschützern, okay, für diese paar Millisekunden,
die gebraucht wird, um den Request zu verarbeiten, wird da tatsächlich nichts gespeichert und das sei dann auch in Ordnung. Ja, also Frage war, was ist mit den gerade registrierten Domains, wo noch nur die Freischaltseite des Hosters erscheint? Im Endeffekt das Gleiche. Wenn da nichts gespeichert wird, braucht auch keine Datenschutzerklärung nichts drauf. Wenn der Hoster da Daten sammelt, weil das ist ja noch nicht deine Seite, sondern der Hoster schaltet diese ja frei. Solange er das, eine Seite in seiner Verantwortung freischaltet, muss er sich natürlich auch dann um Impressum und Datenschutzerklärung kümmern. Da auf diesen Seiten immer auch mindestens ein bisschen Werbung für den Hoster drauf ist, muss er natürlich mindestens mal sein Impressum drauf tun. Und typischerweise dann auch eine Datenschutzerklärung, weil er die Logfiles dafür natürlich nicht ausschaltet. Aber das ist dann Sache des Hosters. Eure Verantwortung wird erst in dem Moment, wo ihr eure Seite drauflegt, also wo ihr das Ganze übernehmt. Könnte der geschicktere Ansatz sein, richtig, das Ding nicht zu nutzen und eben die Standardseite des Hosters erstmal zu lassen. Ja, das ist das andere, was immer daran klebt, ist die Frage, welche Sanktionen drohen. So, ich habe natürlich mehrere. Ich habe einmal die Sanktion, dass die Landesdatenschutzbeauftragten auf mich zukommen können. Also die haben genug zu tun. Ne? Für so einen Shit kommen die nicht raus. Ne? Es gibt, bei den Juristen gab es früher immer den Grundsatz, Judex non curat, also die Richter interessieren nicht die Kleinigkeiten, den Datenschützer auch nicht. Die haben andere Sorgen als das. Dann ist das Thema natürlich Abmahnungen. Ja, dafür brauche ich einen Wettbewerber oder die Verbände, die haben auch andere Sachen zu tun. Oder ich brauche einen Wettbewerber, ja, aber bitte sehr. Ich meine, Wettbewerber, erstens ist immer noch nicht geklärt, ob sie abmahnen dürfen oder nicht. Ne, das ist immer noch höchst umstritten, obwohl das Panel im Moment sehr stark Richtung Abmahnung ausschlägt. Unabhängig davon, um Wettbewerber zu sein im Online-Bereich, brauche ich auch eine eigene Webseite. Und ich garantiere dir, egal welche Webseite wir uns angucken, wir brauchen keine 5 Minuten und wir haben die Datenschutzverstöße, die wir abmahnen können. Also deshalb, ne, da sollte jeder sich zweimal überlegen, ob er sowas macht, weil das Pendel kann zurückschlagen. Richtig, das ist das berühmte Glashaus, in dem man sitzt und nicht mit Steinen werfen sollte. Also wer jetzt abmahnt, der muss einfach damit rechnen, dass er Gegenabmahnung kassiert. Also ist vielleicht auch nicht sonderlich klug. Außer man ist vielleicht Rechtsanwalt. Naja, aber auch dann. Stimmt, gab es ja auch einen Fall, dass jetzt eine Anwältin abgemahnt wurde, weil sie selber keine Datenschutzerklärung hatte. Ja, ich meine, und der Dritte, halt, die können das sind Verbraucher, die sagen, ja, aber bitte sehr, du hast jetzt meine Daten gespeichert, was passiert damit? Ich will Auskunft haben. Ja, aber die Auskunft kann er ja sowieso verlangen und ob da jetzt was drauf ist oder nicht, ob er dafür ein Schmerzensgeld kriegt. Ja, den Fall hat es auch gegeben schon mal, ne? Den buchen wir mal eher unter Kuriositätenkabinett. Ja, gut, ist aber noch nicht entschieden. Es hat jemand geklagt auf Schmerzensgeld, aber entschieden ist die Nummer noch nicht. Nee, weil die Richter sich noch nicht von ihrem Lachkrampf erholt haben. Ich glaube auch. Wobei, ist das nicht dann auch wieder schmerzensgeldfähig? So ein chronischer Lachanfall eines Richters? Nee, das ist Berufsrisiko, ne? Das ist bei denen in ihrem Beamtensold mit abgegolten. Gut. Ja, also das, also Gegenabmahnung ist so ein Problem hier, das war ja deine Frage. Ich habe hier in Deutschland nicht dieses amerikanische Modell der Ugly Hands. In Amerika gibt es eine ganz einfache Regel, ich kann nicht selber abmahnen, wenn ich selber schmutzige Finger habe. Das haben wir hier nicht. Ich kann auch mit den dreckigsten Fingern auf den anderen zeigen und sagen, du darfst das so nicht machen. Was aber das Risiko ist, ist, dass der andere sich revanchiert. Ne? Ich mahne ihn ab, ja, und er revanchiert sich und mahnt mich dann ab. Das heißt, ich würde sowas doch nie machen, wenn ich selber angreifbar bin, weil das kostet mich dann auch wieder mein Geld. Ne? Sollte es nicht tun. Gut, Idioten gibt es immer, ja, richtig. Aber... Idiotie ist leider ist ja nicht strafbar. Du, war die mit der Frage beantwortet? Ob
Ob eine Abmahnung rechtssicher sein muss? Nö, wenn sie nicht rechtssicher ist, riskiere ich halt, dass ich andersrum auf den Kosten sitzen bleibe und die Kosten des anderen sogar habe. Also das ist ein bisschen gefährlicher als sonst bei Anspruchsverfolgungen. Aber da, ich meine, irgendwo rüber müssen sich auch Anwälte wieder streiten können. Ne? Gib uns auch was zu verdienen. Gut, die Frage war, mit WordPress 4.9.8 ist die Möglichkeit hinzugekommen, dass ich fest die Seite mit der Datenschutzerklärung auch hinterlegen kann, festlegen kann, die eben auch auf der Login-Page angezeigt oder verlinkt wird. Und darauf weiter ging die Frage, dass eben, ob eben auf der Login-Page auch ein Impressum sein sollte. Ja, also die Regel für das Impressum und ähnlich auch für die Datenschutzerklärung ist ja, sie muss leicht erreichbar sein. So die klassische Regel heißt eigentlich immer 2 Klicks. Du hast dich auf deiner normalen Webseite, hast du sie meistens offen verlinkt. Ne, sei es oben im Menü oder unten im Footer oder wo auch immer. Auf der Login-Seite hast du mindestens immer auch standardmäßig sogar schon drauf zur Homepage. Also da komme ich mit 2 Klicks dann, ne, hin. Die Lösung, dass jemand zuerst mal auf die Homepage geht und dann da nach Impressum sucht, die halte ich jetzt nicht für so unrealistisch, dass die Leute das nicht schaffen. Das würde mir dann auch reichen. Und dann brauche ich auch auf diesem Login weder Datenschutzerklärung noch Impressum, weil ich komme ja mit 2 Klicks trotzdem hin. Andererseits eben ist die Datenschutzerklärung verlinkt und in der Datenschutzerklärung habe ich ja mindestens auch immer die ladungsfähige Anschrift des Verantwortlichen, die in der Regel gleichbedeutend ist mit der Anschrift im Impressum. Also ich denke... Nein, nicht zwingend. Ich kann einen Datenschutzbeauftragten reinsetzen. Ende. Dann ist aber die verantwortliche Stelle... Stimmt, hast recht, muss ich auch benennen. Ja, bin ich eigentlich auch wieder fast ja, da. Ja. Ne? Also von daher gesehen würde ich jetzt sagen, sofern die Datenschutzerklärung vorhanden ist und eben da drin auch die verantwortliche Stelle mit einer ladungsfähigen Anschrift genannt ist, hat man ja sowieso schon die Mindestanforderung an ein Impressum erfüllt. Da müsste ich aber noch kenntlich machen, dass es auch die verantwortliche Stelle im Sinne des Gut, aber, Mediengesetzes aber ist. Selbst wenn ich die Datenschutzerklärung aufrufe, dann habe ich ja wieder mein normales Blocklayout und dann auch wieder den Link zum Impressum. Also auch wieder mit maximal 2 bis 3 Klicks komme ich zum Impressum. Also ich denke, da dürfte das keine Gefahr drohen. Also, dir ging es jetzt darum, Frage Wildwestzeiten für Anwälte, für Abmahnungen und wie es dann ist mit den... ja, aber die Anwälte mahnen ja nicht im eigenen Namen ab, sondern die brauchen ja Mandanten, die deine Konkurrenten, also deine Mitwettbewerber sind. Ne? Das heißt, du bist in der und der Branche tätig und dann brauchst du jemanden auch aus dieser Branche, der genauso wie du da sich online versucht, was zu verkaufen oder sonst was. Und dann musst du dir halt zur Not mal dessen Seite angucken und dann findet man da meistens auch was. Die Anwaltsseite ist da nicht das Thema. Also das aber ist quasi im Namen meines, das kann nicht der Anwalt sagen, okay, ich bin gerade keine Klienten, ich guck mal, was ich... Nee, also der Anwalt kann nicht von sich aus sagen, ich mahne jetzt mal ganze Branchen ab, sondern die brauchen dann immer mindestens einen Mandanten, in dessen Namen sie abmahnen, der auch halt im Wettbewerbsverhältnis mit denen steht. Und ich denke, deine Frage implizierte auch, ist denn wirklich diese Abmahnwelle angelaufen oder nicht? Also die große Welle ist wirklich ausgeblieben. Ja, es gab direkt nach dem 25.05., den ersten 2 Wochen, gab es ein paar Abmahnungen, die auch stellenweise äußerst kurios waren, dass teilweise die abmahnenden Anwälte angeblich gar nichts davon wussten, dass sie abmahnen. Ja, manchmal wussten auch die Mandanten nicht, dass das auch für sie abgemahnt wurde. Gut, aber die Welle ist ausgeblieben. Du musst auch immer eins sehen. Juristen oder Anwälte
mahnen zwar vielleicht gerne ab, aber natürlich nur in Gebieten, in denen sie sich auch halbwegs auskennen. Datenschutz ist erstens eh nicht unbedingt das Kerngebiet eines Juristen. Und hier kommt noch dazu, es ist europäisches Recht jetzt. Das heißt, mit autonom definierten Begrifflichkeiten. Ich kann nicht mit meinem üblichen deutschrechtlichen gelernten Begrifflichkeiten an Datenschutz drangehen, sondern ich habe autonome europäisch rechtlich definierte Begrifflichkeiten da. Es ist weitaus mehr Aufwand erforderlich, sich in so ein Gebiet einzuarbeiten, als wie ich es in ein anderes deutsches Gebiet hätte, ne, wo ich dann immer die, zumindest mal die allgemeinen Sachen kenne und den Rest dann mir schnell zusammenarbeiten kann. Das heißt, wir haben hier ein Gebiet, was für viele Juristen auch ein Buch mit 7 Siegeln ist. Und da überlegt man sich zweimal, ob man sich dann auf so ein Gebiet begibt und da Abmahnungen erteilt. Ich meine, guck dir nur mal selbst Anwaltsseiten an. Ja? Die werden Eldorado für Datenschutzverstöße teilweise. No. Oder wie auch mancher Kanzlei mit den Daten umgegangen wird. Auch die haben ja studentische Hilfskräfte, die oftmals nicht aufs Datengeheimnis eingeschworen sind, etc. pp. Naja gut, okay, aber das werden sie, das wissen sie eigentlich, dass sie da berufsrechtlich müssen. Ja, no. Sie sollten es wissen. Okay, anderes Thema. Das Bild, ja, Hinweise zum Datenschutz. Uns interessiert eigentlich noch was anderes. Wer hat in letzter Zeit mal eine neue Seite aufgesucht, auf der er lange nicht mehr war oder noch nie war? Wahrscheinlich jeder, ne? Ja. Was ist euch immer auf der Startseite aufgefallen? Was nervt euch da? Das Cookie-Banner, richtig. Mhm. Warum ist das eigentlich auf den Seiten? Wer von euch hat selbst so ein Cookie-Banner im Einsatz? Na, einige. Und warum? Und wer? Oh, sieht professionell aus. Also das machen alle, ja, weiter. Ja. Also ich habe diese Woche noch eins gesehen von einem Hoster. Den habe ich auf dem Handy aufgerufen. Ich sah leider nichts anderes mehr als die Datenschutzerklärung. Ich konnte sie allerdings auch nicht wegklicken, weil das war weiter unten und das, was er da als Overlay gemacht hat, war nicht scrollbar. Also gut. Ne? Eben. So für die Aufzeichnung. Die Frage war also, muss ich es nicht eigentlich haben, weil ja auch ein Cookie gesetzt wird von einem CMS, aber tatsächlich erst beim Login und der Login-Versuch. Naja, da wer jetzt kein, wen ich jetzt gerade nicht zwingend einlade, sich einzuloggen, da könnte man sagen, also was machst du da, was willst du überhaupt auf meiner Login-Seite? Und ja. Wiederhole das auch nochmal gerade für die Aufzeichnung. Also das Session-Cookie, wenn ich mich einlogge, wird eben aus technischen Gründen aufgezeichnet. Da habe ich dann sowieso auch, ne, mein berechtigtes Interesse. Ja. Aber die Vorfrage war ja eigentlich, brauche ich überhaupt so einen Cookie-Banner? Genau. Warum hast du einen Cookie-Banner bei dir drauf? Schlicht und ergreifend, weil ich dort Google-Werbung habe und Google es mir vorschreibt. Genau. Das ist auch der einzige Grund, den ich eigentlich, einer von zwei Gründen, die ich akzeptiere. Ja. Nämlich der Grund, dass Google für alle Teilnehmer an seinem AdSense-Programm, also die Werbung ausspielen, es da verlangt. Es gibt datenschutzrechtlich kein Erfordernis in Deutschland, einen Cookie-Banner auszuspielen. Nein, gibt es nicht. Und vor allem sollte ich... Ja. Schreib es in die Datenschutzerklärung, mach unter Umständen dein Opt-out und gut ist. Einzige, wo du es brauchst, und das ist der zweite Grund, den ich akzeptiere, der zweite Grund, den ich akzeptiere, ist, ich habe keine Lust auf die Nachfragen. Deshalb habe ich es teilweise bei mir drauf. Aber der zweite Grund ist eigentlich da, wo ich Einwilligungen brauche.
Da muss ich natürlich irgendwas machen, um die Einwilligung mir einzuholen. Da würde ich es auch noch akzeptieren. Aber typischerweise für die meisten Sachen, die auf einer Webseite laufen, brauche ich keine Einwilligung. Und ja, zur Verbesserung meines Webauftritts, das steht auch also in den ganzen Generatoren. Die haben auch alle für Analytics drin stehen. Es gibt für Google Analytics gibt's eine Gegenmeinung, die wird von genau 16 Personen vertreten. Das sind die Landesdatenschutzbeauftragten. Also jedenfalls mehrheitlich. Ja, aber es ist so, wenn ich das fangen wir mit dem einfachen Fall an. Du betreibst dein eigenes PIVIG oder Matomo auf deiner Seite. Kein Thema. Du trackst ja nicht, sondern du misst ja nur die Reichweite deiner Seite, das Besucherverhalten auf deiner Seite, um zu sehen, wo du was verbessern kannst. Keine Frage, ist berechtigtes Interesse erledigt. Google Analytics, wenn du es so einsetzt, von deiner Seite auch ja. Was Google damit noch sonst macht, decken wir im Moment mal lieber den Mantel des Schweigens drüber. Es wird so akzeptiert. Aber wir müssen nicht, dürfen aber nicht vergessen, da beim Einsatz von Google Analytics die Anonymisierung einzuschalten. Ja, natürlich. Ne? Aber das muss ich bei PIVIG auch. Das Problem taucht dann auf, wenn ich ein Tracking über mehrere Webseiten ermögliche. Das ist klassischerweise nicht unbedingt jetzt Google Analytics oder das selbstgehostete PIVIG oder Matomo, sondern das sind typischerweise die Werbenetzwerke. Ja, oder Facebook-Pixel. Ne? Solche Sachen. Da ist es klar, das hat nichts mit meinem berechtigten Interesse zu tun, das kann ich nicht mit berechtigtem Interesse, ich habe kein berechtigtes Interesse dran, sondern das haben höchstens die Werbetreibenden, die sind aber nicht diejenigen, die das hier ermöglichen, sondern das bin ich als Publisher, als derjenige, der die Webseite betreibt. Ich habe dieses berechtigte Interesse nicht, ich habe keinen Grund, der im Gesetz steht, der mir das erlaubt, also ausdrücklichen Grund, und dann bleibt als dritte Stufe halt nur noch die Einwilligung übrig. Dann brauche ich eine Einwilligung. Also wenn ich so ein webseitenübergreifendes Tracking mache, dann komme ich nicht drum rum. Aber ehrlich gesagt, wer von euch macht das freiwillig? Und wenn ihr Werbenetzwerke habt, dann müsst ihr mit denen halt reden, dass es bei euch nicht geht. Dann fliegt zwar einige Werbung raus, ne? Dann ist das halt so. Marc hatte zuerst sich gemeldet wegen der Frage. Genau. Ein Link oder ein Chrome-Plugin oder whatever, um zu sagen, nö, ich will nicht. Und dann ist das halt, das muss halt auch immer parallel dazu passieren. Wie du gesagt hast, ich brauche nur ein Opt-out für Analyseprogramme. Übrigens auch nicht bei jedem Besuch. Ne? Also ihr könnt dann ruhig auch bei den Leuten technisch einen Cookie setzen, der markiert, der war jetzt schon mal hier, der kriegt das Cookie das nächste Jahr nicht mehr angezeigt. Und man muss diesen Nein. Na, und das Ganze, auch diese Opt-out-Möglichkeit, die könnt ihr einfach in die Datenschutzerklärung reinschreiben. Die muss auch nicht ihr müsst auch einfach mal praktisch natürlich sehen. Stellt euch vor, ihr macht diese Webanalyse nur mit Einwilligung. Da könnt ihr sie direkt sein lassen. Weil was nützt mir eine Webanalyse, wo ich nicht weiß, wie viel Prozent der Leute jetzt auf Nein klicken? Nix. Na? Sie ist eh schon ungenau, weil Leute die Cookie-Banner einsetzen oder Do Not Track nicht getrackt werden dürfen. Gut, wobei Google sich um Do Not Track nicht kümmert, das ist auch falsch, aber gut, ist so. Da müsst ihr nicht jetzt auch noch die Zahlen komplett ungenau machen, dann könnt ihr das auch ganz sein lassen. Also Ausblick nächstes Jahr, das hieß E-Privacy-Verordnung. Nein, kann man noch nicht. Das hat zwei Gründe. Erstens wissen wir noch nicht, wann die kommt und wie sie kommen wird. Wenn sie so kommt, wie es jetzt im Moment in der Planung ist, Kommission und Parlament, also die beiden Vorschläge, die da sind, wird es so sein, dass es nur noch mit Einwilligung gehen wird. Aber, und das gehört auch dazu, dass das aber, die Einwilligung kann über den Browser erteilt werden. Das heißt, die Frage Do Not Track, ja oder nein. Ne? Die Standardeinstellung muss dann sein, Do Not Track. Die Browser werden damit ausgeliefert, wie der Firefox heute schon. Und man muss es dann da abstellen. Wer es aber einmal abstellt, erteilt diese Genehmigung dann für alles. Das ist das, was im Moment angedacht ist in den Entwürfen. Aber wie das kommt, werden wir nächstes Jahr sehen. Also gerade in dem Bereich bin ich mir noch nicht sicher, ob das alles so bleibt. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein.
Ich will vielleicht noch auf einen Punkt noch mal ganz kurz. Beim Cookie-Banner ist euch ja noch aufgefallen, wie häufig da ein ganz gravierender Fehler begangen wird. Ja. Es wird mich häufig das Impressum, der Link zum Impressum oder zur Datenschutzerklärung verdeckt durch die Cookie-Banner. Das heißt, mit dem Cookie-Banner lege ich mir eigentlich ein viel größeres Ei. Insbesondere wenn das dann so Cookie-Banner sind, die auch nicht vernünftig wegklickbar sind. Ja. Ne? Und selbst wenn der Link zum Datenschutz, zum Impressum muss irgendwo da sein. Und wenn er schon das übereinander legt, dann müsste er halt das Impressum mal irgendwo anders hinlegen noch zusätzlich. Ne? Was viele auch nicht machen. Und dein verdecktes Impressum ist übrigens sehr viel leichter abmahnbar, weil das ist ausgestanden. Ne? Du kannst, also die Frage ist jetzt, Facebook-Pages, kann man sie noch machen? Ja, man kann sie noch machen. Man geht dann noch ein gewisses Haftungsrisiko ein. Ne? Ja, beziehungsweise jetzt gibt es ja auch das Joint Controller Agreement. Ja? Das heißt, wir haben also da eine gemeinsame Verantwortlichkeit vorliegen. Das jetzt Problem sieht die Sache mittlerweile seit ein paar Wochen so aus, dass es rechtlich immer sauberer wird. Nein. Sauberer. Ja. Das Problem ist, der Europäische Gerichtshof hat gesagt, es ist eine gemeinsame Datenverantwortung. Nicht nur Facebook hat die Datenverantwortung, auch du, weil du diese Seite aufmachst und die Leute dahin schleust. Also bedarf das Ganze einer schriftlichen Vereinbarung zwischen dir und Facebook. Facebook hat so eine Vereinbarung inzwischen vorgelegt. Das Problem ist, in dieser Vereinbarung, die Facebook jetzt vorgelegt hat, ist nach wie vor nicht sinnvoll getrennt, wer welche Verantwortung trägt. Denn dazu würde ja eigentlich auch gehören, dass Facebook sagt, und für die Verarbeitung der Daten übernehmen wir die Verantwortung. Aber nein, Facebook sagt, wir übernehmen gemeinsam die Verantwortung. Wir sagen dir aber nicht, wofür du die Verantwortung übernehmen musst. Ne? Ich meine, wie kann ich für was Verantwortung übernehmen, wenn ich gar nicht weiß, für was? Ne? Also datenschutzrechtlich, wer eine Facebook-Fanseite betreibt, ist vom Klammerbeutel gepudert. Wer sowas machen will, wer da sagt, da sind halt meine Kunden oder genau das Publikum, was ich suche, bitte sehr, der muss es machen, der muss aber auch wissen, dass es datenschutzrechtlich eigentlich nicht geht. Ja, also 5.000 Euro mit der Facebook-Seite verdienen, dann kann man es machen. Das würde dann die Kosten decken. Aber das Problem ist, es gibt, das Ganze ist ja auch, das sind Ordnungswidrigkeiten. Und bei Ordnungswidrigkeiten habe ich auch eine Gewinnabschöpfung. Also wenn du mehr damit verdienst, verdienst du trotzdem nichts, wenn die mal rechnen, wie viel Gewinn sie noch abschöpfen können. Ne? Also wenn du weniger verdienst, machst du auf alle Fälle ein Minusgeschäft, wenn du aufliegst. Deshalb, also Facebook-Seiten, ganz ehrlich, würde ich mir immer zweimal überlegen. Aber das liegt bei mir auch daran, dass ich dieses Netzwerk eh nicht mag. Okay, einen haben wir noch und dann wird uns der Saft abgedreht, bevor ich das Stoppschild da überhaupt sehe. Kann einer denken, was wir damit meinen? Naja, darf ich eigentlich noch meinen Mitarbeitern zum Geburtstag gratulieren auf der Webseite? Oder wir können es auch allgemeiner sagen, darf ich überhaupt Mitarbeiterfotos auf die Webseite stellen? Ne? Mein Team. Und dann grinsen alle mehr oder weniger blöd in die Kamera rein. Mit Einwilligung, ja. Einwilligung ist schon mal eine gute Voraussetzung. Jetzt setze ich da, du fängst jetzt bei mir an zu arbeiten. Rein theoretisch, ne? Ich tue mir das nicht an, aber rein theoretisch. Du bist natürlich noch in der Probezeit bei mir. Ich setze dich mit auf die Webseite. Du hast doch nichts dagegen, ne? Würdest du da Nein sagen? Ja. Deshalb fängst du ja auch nicht bei mir an zu arbeiten. Ne? Nee, also das Problem ist natürlich beim Beschäftigtendatenschutz immer die Frage der Einwilligung, der Freiwilligkeit der Einwilligung. Ne? Habe ich die? Naja. Und was hier die Geburtstagsgrüße betrifft im Intranet, kann ich sie sicherlich machen. No? Da hatte ich jetzt nicht die Probleme. Da die berühmten Geburtstagslisten, ne? Ja, also da geht es noch halbwegs, aber bitte dann auch nur im Intranet. No? Ja. Muss ich dann von Mitarbeitern die ausgeschriebenen Bilder entfernen? Oder ja. Kann ich sie so lange lassen, bis sie sagen, also, alte Rechtsprechung der Arbeitsgerichte war, eine einmal gegebene Einwilligung für die Bilder im Internet ist nur aus wichtigem Grund widerrufbar. Ein solcher wichtiger Grund war aber die Kündigung. Das heißt, ich konnte es zwar drauflassen, aber sobald er sagt, ich muss runter, muss ich es runternehmen. Wenn das heute datenschutzrechtlich zu betrachten ist auch,
Heißt das andersrum, die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar, also selbst wenn die noch bei mir arbeiten. Und ganz davon ab. Ja, wobei der Zweck auch entfallen sein könnte und da muss ich es auch unternehmen. Ja, das Problem ist da ganz einfach auch, ist ein wettbewerbsrechtliches Problem unter anderem auch, unabhängig vom Datenschutz. Ich berühme mich irgendwelcher Mitarbeiter, die ich nicht habe. Ja, wenn man zum Beispiel Azubis der letzten 10 Jahre auf der Webseite hat. Schwierig. Also Azubis der letzten 10 Jahre sehe ich als äußerst schwierig, aber ich glaube, wir müssen wirklich zum Ende kommen. Da könnte es schwierig werden, da muss man mit denen wirklich reden. Da würde ich mir dann auch zum Beispiel nach dem Ausscheiden, nach dem Ende des Ausbildungsverhältnisses dann die Einwilligung holen. Ne? Okay, ihr seht schon, alles klar. Und die Katze auf unserem Bild ist schon erschlagen. Ihr hoffentlich nicht. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht.